Hallo und willkommen zu einem weiteren Temu-Haul. Es nimmt einfach kein Ende, aber dahinter ist ein Paket. Das holen wir jetzt. Also, ich habe da ein bisschen aufgerissen. Das holen wir jetzt auf den Tisch. Adresskleber machen wir da unten. Nur, dass ich meine E-Zigarette jetzt gleich umschmeiße. Wenn man noch geschwind einen Zug. Das mag zwar YouTube-It, aber kann ja auch nichts dafür. E-Zigarette, das ist immer ganz schlimm. Da kriege ich immer keine Werbefreiheit, wenn man irgendwo E-Zigarette im Video sieht. Aber um das geht's gar nicht. Thema Hall, wir gehen runter auf den Tisch, wir packen aus. Großes Paket. Ist na jetzt echt wieder schwierig für mich, die passende Bestellung dazu rauszusuchen. Oh. Weil Temu, die packet immer verschiedene Bestellungen zusammen. Oh, das ist echt größer, als was ich denkt hätte. Ja, da haben sie willkürlich irgendwas zusammengemixt. Jetzt muss ich mal gucken, bei welcher Bestellung war ein Handtuch dabei. So, die Bestellung, da, die kann ich schon mal zumachen, weil die habe ich vorher schon komplett auspackt. Dann bei der Bestellung, die habe ich auch schon komplett auspackt, die kann ich auch zumachen. Bei der Bestellung weiß ich jetzt da, das sind drei Pakete, das ist schon Komma. Also das ist halt ein bisschen kompliziert, wenn man so viel bestellt, dann wird es echt schwierig, dass man noch rausfindet, was wo drin war. So, da schreibt sie, das Paket ist Komma. Da war aber weder Handtuch dabei noch das Ding. Handtuch dabei. Oh. Bei welcher Bestellung war das Handtuch dabei? Das ist noch gar nicht verschickt. Das ist auch nicht verschickt. Oder noch nicht angekommen. Das habe ich vorher schon ausgepackt. Also, jetzt da die richtige Bestellung raus zum Suchen, das ist echt gar nicht so einfach. Das habe ich vorher schon ausgepackt. Das ist vor ein paar Tagen schon gekommen. Das ist also echt geil, ganz so einfach, aber. Eigentlich müsste es die Bestellung sein, oder? Ja, das ist auch die Bestellung. Was sind die Handtücher drin? Sind vier Handtücher, die habe ich bezahlt 9,98 € und jetzt, wenn ich sehe, dass die Handtücher eigentlich gar nicht wirklich groß sind, glaube ich eigentlich, dass man die Handtücher bei uns was man da bei uns wahrscheinlich wirklich mehr zahlt, weil es sind nur so kleine Gesichtstücher. Müssen wir mal die Kamera wechseln. Das sind ja so kleine Gesichtstücher, so groß sind die Handtücher, oder? 4 Stück, 9,98 €. Das ist ein weicher Stoff, fühlt sich gut an. Aber wenn jetzt sie wie klein die Handtücher sind. Weiß nicht, ob das ein guter Preis war. Also ich habe jetzt hier bei uns in Deutschland noch keine Handtücher gekauft, aber ich glaube, wenn ich da
Keine Ahnung, wo kauft man Handtücher? Kriegt man das im C und A oder? Aber ich finde 10 Euro für die vier Handtücher, wenn die bloß so klein sind, finde jetzt ich it als Schnäppchen. Also Handtücher, Temu-Besteller, würde ich eher sagen. Nö, lohnt sich wieder. Aber, ja, gut. Manchmal ist halt so. So, jetzt muss ich mal googeln. Das ist verschickt worden in. In vier. Nein, drei Pakete. So, und ich habe jetzt die Handtücher, die war ja in dem Paket mit drin. Da müsste eigentlich das der Hanna auch da drin sein, oder? Ja. Das Du-Set. Wieder etwas für meine Mädels zum Anziehen. Wo ich sagen muss. Es sieht meiner Meinung nach echt richtig gut aus. Und das hat kostet 3,97 €. Und da habe ich sogar noch eine Preisanpassung gekriegt. Oder ist das überhaupt das da? Das ist geil, das, oder? So blaue Schleifle vorne drin. Aber da ist rot mit drin. Ja, auf meiner Bestellung sieht es ein bisschen anders aus, außer das ist von einer anderen Bestellung. Also, ich habe auf meiner Bestellung auf jeden Fall so ein ähnliches Teil. Wir können ja mal auf meinen Monitor gehen, wo ihr eigentlich meint, dass es das sein müsste, das da haben, aber da ist rot mit drin, blau mit rot und die haben jetzt eigentlich blau mit schwarz. Aber 3,97 €, das da ist eigentlich fast das gleiche, auch 3,97 €. So soll das eigentlich aussehen. Sieht bei mir tatsächlich ein bisschen anders aus. Also, vielleicht war es das. Was kostet das jetzt eigentlich aktuell? Jetzt habe ich gerade geguckt. Immer noch 3,97 €. Also, immer noch ein super Schnäppchen. Bei mir auf dem Tisch sieht es sogar echt richtig, richtig gut aus. Und ich habe sowas jetzt auf Amazon neu gesucht, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es auf Amazon über 20 Euro kostet. 3,97 €. Knapper. So. Von den Taschen habe ich jetzt auch tatsächlich mehrere bestellt, weil ich einfach denke, dass es richtig gut ist. Und jetzt packe ich das erste aus und jetzt werde ich feststellen, ob ich bloß denkt habe, dass es richtig gut ist oder ob das auch richtig gut ist. Das ist auf jeden Fall irgendwie zum Ausfalter. Und somit habe ich so eine Tragetasche. Also es ist tatsächlich ein bisschen lummelige Angelegenheit. Aber ich habe hier oben so Metallbügel, wo jetzt der ein bisschen verbogen ist, wo ich aber dann halt einfach wieder ein bisschen gerade biegen kann. Ich habe jetzt hier so eine Aufbewahrungsbox, dass wenn da ein bisschen was drin ist, dann standet die nachher auch ein bisschen schöner. Ja, und da muss man jetzt halt tatsächlich das Metall einfach ein bisschen nachbiegen. Das ist da ein bisschen verformt. Ja, aber wenn man jetzt einfach da Auge zudrückt, dann sieht so eine Box echt gar nicht schlecht aus. Und die ist echt groß. Und da kann man echt viel unterstauen. Und das müsste eigentlich die große oder XL-Box sein. Hat 1 Euro Größe M überdimensioniert. 1,54 € kostet.
Und für das, dass es halt da oben mit Metall ist und dass es dann doch ein bisschen eine stabilere Ausführung ist. Jetzt das Zusammenklappen, das ist halt klar, da muss man irgendwas einstellen, dass sich das von der Leute zusammenklappt. Wenn aber irgendwas Stabiles drin steht, dann sieht die Front, denke ich mal, auch gerade mal so schlecht aus, wenn ein bisschen was drin ist. Und ja, war eigentlich erster Plan, dass ich das da oben hin mache, aber dann habe ich doch schönere Boxen gefunden. Habe aber die schon bestellt, aber das ist jetzt auch etwas, das kann ich in die Garage mit rausnehmen und in der Garage draußen. Spraydose, Werkzeug, irgendwas halt da einfach neuschmeißen. Also auch ziemlich gut. Kann man auch natürlich irgendwo im Haushalt in den Kleiderschrank nehmen. Also so eine Box für Unterhose, so eine Box für T-Shirts. Was man da auch neidern mag, kann man sich ja aussuchen. Die habe ich einmal bestellt und jetzt müsste noch mal eine kommen in Größe M, auch einmal. Dann gucken wir mal, dass ich die herausfordern kann. Ja, also Plan war eigentlich, dass ich erstmal zwei Boxen zum Anschauer kaufe. Und wenn es mir gefällt, dass ich dann später mehrere nachkaufe. Aber irgendwie habe ich dann gleich mehrere nachkauft, weil ich denkt habe, dass mir das schon gefallen wird. Im Großen und Ganzen gefällt es mir auch. Ich habe ja gewusst, dass so die Seitenwand ein bisschen ja, lummelig ist, dass da keine Führung nach unten ist. Aber wenn ich jetzt halt da meine ganze Klamotte, meine ganze Unterhose, meine ganze Socke oder irgendwas, was ich habe, da reinschmeiße, dann ist das nachher auch ausgeformt. Und dann kann ich das Ding rausziehen und habe dann alle T-Shirts zum Beispiel drin. Dann kann man das T-Shirt suchen, was ich anziehen will. Und man kann, ja. Ich finde es jetzt schlecht. Man kann ein bisschen was organisieren, ein bisschen aufräumen. Das war jetzt Größe M. Der Preis war der gleiche, auch 1,54 Euro. So. Und jetzt kommt das Dessous-Teil raus, was ich eigentlich gerade überzeugt habe, wo ich jetzt gemeint habe, das sei das, was ich bestellt habe, aber dann ist das andere doch ein anderes. Heieiei. Oder? Ne, vorher mal das Blaue anguckt, das ist jetzt ein rotes. Das sieht auch mega aus. Leck mich am Arsch. Wie geht es? Und das Suset, was halt echt richtig hochwertig aussieht, wie der Tragekomfort ist für eine Frau, das kann ich jetzt so natürlich nicht beurteilen. Das weiß ich. Aber sieht auf jeden Fall echt richtig schick aus. 3,97 €. Gucken wir uns da auch nochmal das Produktbild an. Das ist ja die Bestellung hier. Kostet aktuell immer noch 3,97 € und das müsste die Farbe der Hanna sein. Und da, das ist jetzt etwas, wo ich echt sage, das sieht ja in echt auf dem Tisch noch fast schöner aus als wie auf dem Bild. Also das sieht echt richtig gut aus. Ist halt, ja gut, meine Frau, die zieht jetzt oder so gern so Stringtangas an. Ein Mann, also ich könnte mir das nicht vorstellen, mit sowas rumzulaufen. Aber ich bin ja auch keine Frau, also von dem her gesehen passt das schon und das zieht oder so die Puppe hinter mir an und ich glaube, das wird echt richtig, richtig gut aus, ja. 3,97 €. Da hat man, denke ich mal, nichts kaputt gemacht. So, da kommt jetzt irgendwas raus in XL.
Die gleiche Hose, was ich vor zwei Bestellungen schon ausgepackt habe. Aber die erste Bestellung, wo die Hose dabei war, da habe ich sie in L bestellt. Die haben jetzt in XL bestellt. Mal gucken, ob die bei der Bestellung dabei war. Ja, war sie dabei. 4,98 Euro. Oh, die müsste dreimal da drin sein. Die müsste dreimal bestellt haben. Da bin ich jetzt echt mal gespannt, ob die dreimal rauskommt. Weil, ja gut, so Hose, das ist halt. Bei Hose denke ich mal, da ist es eher okay, wenn man da öfters mal das gleiche hat, aber jetzt natürlich aus meiner Bestellung die vier Hose rauszubringen, das wird schwierig, deswegen hole jetzt einfach was anderes raus, was jetzt oben drauf liegt. Was das ist, weiß ich jetzt tatsächlich gerade. Ah, oh, ich weiß es. Ein Kleid. Das sieht so jetzt der Hanna. Eher unspektakulär aus. Das sieht aus wie so ein Stofffetzer halt. So ein leicht dehnbarer Stoff. Das Kleid, das habe ich jetzt schon so oft auf Temu ist mir das vorgeschlagen worden, habe das Bild gesehen und mir hat es schon immer gefallen. Aber ich habe es nie bestellt, weil mir es zu teuer war. Jetzt war es irgendwann mal für 8,09 € im Angebot. Kostet auch jetzt nur 8,09 € und so sieht das Bild davor aus. Und also mir gefällt es echt richtig gut und ich glaube, meiner Celex-Doll hier, der wird das denke ich mal auch richtig gut standen. Aber das sei da irgendwann mal auf dem JD's Doll-Kanal, wenn ich die Puppe mal wieder umziehe. Aber ja, so viel Klamotte ist schon inzwischen für die Puppe. Also irgendwann, aktuell ziehe ich die Puppe echt selten um, weil das halt echt immer mit Arbeit verbunden ist. Und ich finde so, wie sie jetzt gerade hinter mir stand, sieht es eigentlich ganz okay aus. Und außer gut aussehen und hinter mir rumstand, dann müsste ich die nicht machen. Und ich weiß nicht warum, aber ich bestelle immer wieder was für die Puppe, weil es halt einfach teilweise so günstig ist, dass ich da, ich weiß nicht, ich muss halt einfach was bestellen. 8,09 € ist für Temu-Verhältnisse echt viel Geld, aber mir hat es gefallen. So. So, und jetzt kommt das Dessous-Set, wo ich eigentlich euch vorher gezeigt habe, wo ich gemeint habe. Das ist das, dabei war das, das Guide. Also, da haben wir uns gerade vorher das Bild angeguckt. Das war ja das da, ne? So sieht es aus. Ich packe das jetzt separat aus, weil das sieht jetzt auspackt mit Sicherheit mindestens genauso gut aus wie das andere. Das, was wir zuerst auspackt haben, kennt das vielleicht das da gewesen. Nein, Alter, also. Habe ich einmal bestellt. Keine Ahnung. Da ist aber sonst kein so Dessous-Teil mehr dabei. Dann muss ich jetzt noch echt mal gucken, wenn da jetzt nochmal irgendwas rauskommt, dann haben die wahrscheinlich wieder irgendeine andere Bestellung dazu packt. Finden wir raus. Finden wir raus. Auf jeden Fall war das auch. Wie viel war das? 3,97 €, glaube ich. Nochmal runterscrollen. 3,97 €, ja. So, da kommt. Da kommt etwas raus. Wo ich weiß was.
Also ich habe ein bisschen den Überblick verloren, was ich so alles bestellt habe. Das scheint ein T-Shirt in Elk zu sein. Der Ober von der Naht her gefällt es mir jetzt nicht ganz so richtig gut. Da kommt der weiße Stoff ein bisschen raus. Vom Stoff her selber. Sieht es richtig gut aus. 90% Polyester, 10% Spandex in Größe L. Und es sieht von der Größe her so aus, dass mir das ziemlich gut Wasser wird. Hoffe jetzt einfach mal. Dann gucke ich mal, ob das auf der Bestellung mit drauf ist. Das war eher große Bestellung. Hat kostet 3,27 €. Finde ich ein schickes T-Shirt. So. Pack mal weg. Da kommt noch einiges raus. Wir haben noch ein bisschen was zum Auspacken, aber ich glaube, Shelly ja eigentlich schon wieder T-Shirt. Ich habe doch echt genug T-Shirt. Ja, keine Ahnung. So, das ist jetzt ein Uni-schwarzes T-Shirt. 2,39 €. Aber das ist jetzt auch ein XL und ich glaube, ich sollte echt mehr ein L bestellen. Das XL ist doch ein bisschen groß. Ihr seht es jetzt gerade. Wenn wir ein bisschen näher hinzoomen. XL, 95 Polyester, 5% Elastan. Schlichtes schwarzes T-Shirt, Stoff her, fühlt sich echt gut an. 2,39 €. Oh, muss jetzt echt weitermachen. So, das gleiche T-Shirt nochmal. Das habe ich eigentlich zweimal bestellt. Packe ich das aus? Nein, das packe ich aus, das lasse ich einpackt. T-Shirt habe ich zweimal bestellt. Was kommt denn jetzt da raus? Oh. Leder. Ich denke, es ist Leder, Kunstleder. Ist dann auch wieder für die Puppe halt ein Kunstlederkleid. Keine Ahnung, ob man da Leder sagt. Heißt das PU-Leder oder wie auch immer. Gucken wir mal, ob das auf der Bestellung mit drauf war. Ja. Gehen wir auf den Monitor. Da kann man uns vielleicht das eher besser vorstellen. Ich habe 4,22 € dafür gezahlt. Und das ist Faux Leder Bodycon Kleid. Was kostet das aktuell? 6,07 €. So sieht es dann nachher anzogen aus. Finde ich für 6,07 € hätte ich es jetzt wahrscheinlich bestellt, aber ich habe 4,22 € gezahlt. Da würde ich sagen, das ist okay. Nochmal wieder auf den Tisch, dann holen wir das nächste. Da kommt nochmal ein Dessous-Oberteil raus. Das ist aber nicht auf der Bestellung mit drauf. Das heißt, ich habe da echt nochmal eine andere Bestellung. Das jetzt echt raussuchen muss. Aber das sieht auch echt Hammer aus. Muss ich jetzt echt da, das kommt auch aus der Bestellung raus. Okay. Also das Grüne habe ich, oh, 3,15 € habe ich dafür gezahlt. Und das Blaue, was ich vorher auspackt habe, das war 3,34 €. Das ist ja noch mal günstiger. Leck mir den Arsch hier. Also 3,15 €, das was ich jetzt gerade auf dem Tisch habe. So sieht es danach anzogen aus. Aktuell kostet es 4,08 €.
Jetzt 3,15 € kriegt und vorher habe ich das dann rausgeholt. Das sieht ja auch echt richtig, richtig gut aus. Kostet aktuell 4,58 €, was echt auch ein guter Preis ist, muss man echt sagen. Da bezahlt 3,34 €. Also, ich weiß nicht. Hat für Dame-Dessous, für Perücke, da ist Temu die Adresse Nummer 1. Männerklamotte. Nicht ganz so gut, aber kann man da aufstellen. So. Dann habe ich. Ja, habe ich bestellt so ein USB-Adapter. So schwer, dass ich das aufschneiden kann. Habe hier ein USB. Ja, das startet das von der blauen Farbe kennt man meine, das ist USB 3.0, aber ich glaube, das ist maximal USB 2. Aber können wir ja nachher mal gucken, was auf der Bestellung steht. Ich meine, da ist ja USB 2 gestanden. Aber ich kann aus einem USB keine drei USB-Anschlüsse machen. Und das ist gerade für meinen Hintergrund interessant, weil da leuchtet viel mit LED und die haben ja auch solche LED-Lichter, was jetzt da vorne ist. Und da brauche ich halt jedes Mal einen USB-Port. Mit so einem kleinen Mini-Teil kann ich halt drei so USB-Lampen anschließen an einem USB-Port und macht dann meiner Meinung nach ein bisschen mehr Sinn. So. Hat 2,08 € kostet. Dann kann man jetzt gerade nochmal auf den Monitor gucken und uns das an. Da habe ich auch dreimal eine Preisanpassung gekriegt. Also ich weiß gerade, was sie jetzt tatsächlich im Endeffekt zahlt haben. Auf jeden Fall scheint es unter 2 € zu sein. USB-C Hub. So, ich habe jetzt aber nicht den USB-C Hub, sondern ich habe den. Ich habe ja den normale USB-Anschluss. Ich habe den da, Hanna. Oder sind sogar 4 USB-Anschlüsse, sehe ich gerade, das ist ja auf der Unterseite ist ja auch nochmal ein USB-Anschluss. Also hier 3 und hier nochmal einer. Start dabei USB 3.0. Müsste ich tatsächlich mal ausprobieren, ob das tatsächlich USB 3.0 ist. Gibt es auch mit USB-C auf USB-A. Der kostet in Grau 2,07 €, in Silber 2,37 €. Ich habe den bestellt in Grau für 2,06 € und habe inzwischen schon mal einen Preisnachlass gekriegt. Also für mich jetzt eigentlich eher gedacht für die LED-Hintergrundbeleuchtung, dass ich jetzt so viele USB-Anschlüsse verbrauche. Aber ist natürlich auch interessant, wenn man halt einfach auf dem Schreibtisch ein paar USB-Ports mehr braucht und hat der USB-Kabel liegen, steckt es hier an und hat dann einfach mehrere Anschlussmöglichkeiten. Für unter 2 € ist das echt nicht schlecht. So. Aber das war echt eine große Bestellung, was ich da gemacht habe. Mir fällt da jetzt selber der Überblick, aber das sieht aus wie eine Hose. Vom Stoff her würde ich fast sagen, es könnte Badehose sein. Aber es wird ja, Jogginghose letztendlich verkauft. Ja, mit der Kamera zu nah dran, ihr seid bloß die Hälfte. Muss ich die auf der Bestellung suchen? Ja, auf der Bestellung war sie dabei. Dann war es auf der Bestellung dabei. Ja, wo haben wir sie denn? 3,29 €. Atmungsaktive Blisse Short. Eine günstige, ja, kurze Hose halt.
So, da halten wir uns jetzt nicht länger an der auf. Die habe ich auch zweimal bestellt. Also dann ja, okay, die zweite, die packe ich jetzt nicht gerade aus. Wollen wir das nächste Paket? Was kommt da raus? Na ja. Ist das sauber? Jawohl, jetzt muss ich echt mal gucken. Das sieht aus wie eine Damenleggings. Damenleggings in XS. Also vom Stoff her. Das fühlt sich echt mega, mega gut an. Damenleggings in XS. So, jetzt muss ich mal gucken. Welche Bestellung ist hier dabei? Was hat die gekostet? Ja, ich habe schon wieder viel zu viel von meine Puppe gekauft. Bei der Bestellung war es dabei. Da war es dabei. Einfarbige Po-Lift-Yoga-Hose. Hat die ja Po-Lift-Funktion? Ja, keine Ahnung. Kann jetzt ich so eigentlich nicht beurteilen. Wir gucken uns einfach mal schnell auf dem Monitor das Produktbild an. Falsch, hier sind wir. Dani bezahlt 3,81 € und hat auch zweimal Preisanpassung gekriegt, also was sie unterm Strich zahlt, dann weiß ich jetzt gar nicht. Ich habe die bestellt in Schwarz. Aktuell kostet 4,31 €. So sollte es dann nachher anzogen aussehen. Da muss ich echt sagen, vom Stoff her fühlt es sich echt verdammt gut an. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich meiner Frau wahrscheinlich so Hose auch mehr bestellt. So, und jetzt aber halt nur eine in XS bestellt für die WM-Doll. Weil die hat ja eh schon schwarze Verfärbungen. Das ist immer schwierig, der jetzt noch was Kurzes anzuziehen. Das, ob das halt auch abfärbt, das weiß ich halt nicht. Das hat die vielleicht dann vorher waschen, bevor es der Puppe anzieht. So, was kommt jetzt raus? Nur mal irgendwas in die XS. Ui, etwas Knappes mit Bändel. Da muss ich das Produktbild dazu raussuchen. Damit können jetzt relativ wenig anfangen. So, bei der Bestellung war sie dabei, dann muss es irgendwo da drin sein. Das Zuset. Ah ja. Also. Gehen wir nochmal auf den Monitor. So soll das Anzug aussehen. Hat kostet 2,16 €. Hier haben es bestellt in Schwarz. Aktuell kriegt man so 2,41 €. Sieht Anzug, denke ich, echt richtig gut aus. Aber wenn es hier auf dem Tisch liegt, fehlt mir da ein bisschen das Vorstellungsvermögen, wie man das anzieht. Also wenn ich das dann jemals anziehen sollte, dann muss ich auf jeden Fall da haben gucken, wie man das anzieht. Aktuell kostet 2,41 €. Das ist echt nichts für so ein Set. Und ich habe zahlt, wie gesagt, 2,16 €. War günstig, aber ich hab bei der Bestellung schon wieder zu viel über die Puppe bestellt und jetzt kommt nochmal so ein Dessous raus. In Blau. Mit Höschen, ja, auch mit Höschen. Also auch wieder mit so einem Push-Up. Muss ich echt mal auf die Größe gucken. Habe ich auch in S bestellt, also auch für die
auch von meinen Mädels hier im Büro. Oh, ich bin so froh, dass ich Gold brauche. Wenn ich mein Puppe dann irgendwann mal umziehe, dann kriege ich das wahrscheinlich noch hin. Aber wenn ich jetzt als Frau jeden Tag die Unterwäsche anziehen müsste, so, da ist dann ein Wendel oben noch mit drin, mit so Metalleinsätze. Wir haben auf dem Monitor 3,51 Euro habe ich dafür gezahlt und so soll das aussehen. Kostet inzwischen aktuell 5,94 Euro, also ist teurer geworden. In Rot sogar noch ein bisschen mehr, 6,01 Euro. So sieht es anzogen aus. So sieht es bei mir auf dem Schreibtisch aus. Bezahlt 3,51 Euro. Also gefällt mir jetzt nicht ganz so gut wie die eine 2 oder 3, was ich auspackt habe, aber für das Geld werde ich echt sagen, sieht das schon gut aus. So. Aber ich muss jetzt echt aufhören, von meine Puppe was zu stellen. Noch mehr raus. Da kommt noch mal so ein Set raus. Das ist ja auch von der Polsterung, was da drin ist. Das ist ja der Hammer. So, aber die Bestellung, die muss jetzt echt auch raussuchen. Die sehe ich zum ersten Blick eigentlich nicht. Aber ich kann jetzt meine Puppe echt so oft umziehen. So, wo, bei welcher Bestellung war das dabei? Der Bestellung. Sei das da, dann muss es bei der Bestellung besser sein. Ja. 3,87 Euro. Da habe ich sogar noch Erstattung gekriegt, der Preisanpassung. So sieht es dann nachher anzogen aus. Also ist jetzt. Na, die Hose sieht aber ganz anders aus. Das ist geil, das, oder haben die das falsch eingepackt? Das Bikini-Set ist definitiv älter. Ja, also ich würde fast sagen, das haben die falsch eingepackt, weil das sieht nicht ganz so aus wie das da. Da ist da Hanna die Musterung anders und das hier, ja, man sieht es jetzt von hinten, aber doch hat auch ein bisschen String. Also vielleicht haben sie es falsch geschickt oder ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Es sieht nicht ganz so aus wie auf dem Produktbild. Nur die sagen, die Musterung ist ein bisschen anders. Sieht aber trotzdem gut aus. 3,87 Euro. Wird man, denke ich, auf jeden Fall mal anziehen können. Sieht ähnlich aus wie auf dem Produktbild, ist aber nicht identisch. Außer das kommt wieder aus einer anderen Bestellung raus, weil wir gar nicht offen haben. Mir war das sehr. Ich meine, das ist eine Legginghose. Legginghose fühlt sich vom Stoff her auch echt richtig gut an. Heilen Sack. Mit so einem Blumenmuster drauf. Hat Hanni bezahlt 4,11 Euro. So sieht es dann nachher anzogen aus. Aktuell sogar bloß 3,95 Euro. So, da kann ich jetzt mal gucken, weil ich habe jetzt hier schon eine Preisanpassung gekriegt zweimal, aber habe ich die 3,95 Euro gekriegt? Ich weiß es nicht.
Deswegen fahre ich jetzt da hoch, gehe auf Preisanpassung. Und so wie es aussieht, habe ich die schon gekriegt, die Differenz. Also habe ich nicht 4,11 € zahlt, sondern 3,95 €. Oder vielleicht sogar noch weniger. Für die Leggings und die hat echt einen richtig, richtig guten Stoff. Also bestellt in Größe S, aber ich denke mal, das kann ich auch der WM-Doll anziehen, weil das ist schon, naja, schon arg stretchy. So. Aber da kommt ja noch so viel raus. Oh, das müsste eigentlich der Strandkleid sein. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Das habe ich eigentlich auch lange kaufen wollen, weil es mir gefallen hat, aber das war vom Preis her, war mir das dann immer zu teuer. Das kostet, glaube ich, normalerweise um die 7 bis 8 Euro. Das ist dann unten relativ weit ausgeschnitten, also sieht gut aus. Ich suche mal das Produktbild. Ja, das suche ich jetzt echt inzwischen halt schon, weil. Wo ist denn das? Da haben wir es. So, aber welches ist hier? Ein Zweistrandkleider gekauft. Uiuiui. Ich muss echt mal gucken, ist das S oder XS? Weil ich habe 19S und 19XS bestellt. XS. Dann gucken wir uns auch das in XS an. Wenn wir auf dem Monitor das da noch an den XS bestellt, also das ist dann das da. So sieht es dann noch Anzug aus. Ja, wobei, keine Ahnung, das ist geil, das, weil das ist an der Seite ausgeschnitten und die Träger sieht anders aus. Das muss eigentlich dann doch, das muss das da sein. Ja, das ist auch das. Ich habe bezahlt 5,09 € Preisanpassung. Habe ich schon gemacht, weil aktuell kostet das 4,88 €. So sieht das Anzug aus und das war ich, keine Ahnung, das war jetzt immer irgendwas zwischen 6, 7, 8 Euro. Da heißt, wenn ich bestellt, jetzt ist es günstiger geworden. Auf der Produktbilder sieht es tatsächlich ein bisschen besser aus als bei mir jetzt auf dem Tisch. Aber wenn wir irgendwann mal einer meiner Puppe anziehen und dann sehen wir das ja, wie es an der Puppe aussieht. Stellt in XS, also theoretisch kriegt es dann die WM-Doll. So, aber jetzt muss ich mich echt dran halten. Ich hab, da kommt was zu viel. Die Bestellung war ja ein bisschen größer. Ja, bei mir haben eigentlich echt mehrere größere Bestellungen. Was kommt da raus? Nachtkleid. Nachtkleid, das war sehr günstig. Das habe ich einmal bestellt in L und einmal bestellt in S. Also einmal kriegt es meine Frau. Die wird sowas wahrscheinlich bloß nicht anziehen. Das ist auf jeden Fall ein S. 1,97 €. Ja, das kann ja ich auspacken lassen. Das sind ja Einzelstücke, das muss ich halt extra einpacken. 1,97 € kann man auch nochmal schnell auf dem Monitor. Gucken wir uns an, wie das Anzug aussieht. Aktuell kostet es 2,67 €, also ist wieder teurer geworden. Ja, einfach was. Einfach schlichtes. 1,97 €, das ist ja. So, dann habe ich. Das sieht aber groß aus. Ruhe bestellt. So, die gleiche Schuhe habe ich ja ein bisschen doppelt verpackt.
EU-Größe 44 bis 45. Das müsste aber EU-Größe normal 43 sein, oder? Steht hier drauf. Na? 44 bis 45. Ach, keine Ahnung, warum wir das so groß gestellt haben. Also, wenn ihr das jetzt so anguckt, das sieht echt gut so kleine U-Boote aus. Grün ist jetzt nicht unbedingt die geilste Farbe, aber für so Schuhe, wo man ums Haus rumläuft. Ich habe ja den schwarz schon und die sind echt bequem. Und die sind vom Preis nochmal so dermaßen reduziert worden, dass ich denkt habe, die bestelle jetzt nochmal und da habe ich 2,29 Euro gezahlt und die müsste zweimal in dem Paket drin sein. Also sprich, die kommen jetzt nochmal raus. Sollte theoretisch nochmal rauskommen, aber wo? Die sind eigentlich so groß und stark, die müsst ihr doch eigentlich spüren. Also. Ja. Die haben mir die Schuhe tatsächlich bloß einmal geschickt. Also, muss ich mir merken, die Schuhe habe ich bloß einmal gekriegt. Außer die kommen dann nachher vielleicht doch nochmal raus. Ich weiß es nicht. Machen wir mit dem nächsten weiter. Das ist auf jeden Fall ein so Vakuumtüte verpackt. Dass das nicht ganz so groß wird. Packen wir jetzt auch aus. Was? Ja, was eigentlich komplett untypisch ist für mich. So, um das Ding immer hinkommen, das kommt auf den Boden oder nein, das kommt nach. Ah, das kommt doch nach oben, oder? Ich weiß es nicht. Oder man stülpt das vielleicht so ein bisschen rein. Ah ja, so. So tut man das ein bisschen stülper und was ist das? Ich such mal das Produktbild raus. Da gehen wir auf den Monitor. Das da ist das. Für 3,42 Euro habe ich gekauft so Katzenkissen. Ich habe ja eine Katze und die kommt eigentlich gern zu mir ins Büro, aber die hat nichts, wo sie sich bequem machen kann. Jetzt habe ich so ein kleines Katzenkissen. Lege ich auf den Boden und mal gucken, ob sie jetzt dann irgendwann da mal reinliegt oder nicht. Jetzt aktuell kostet es 4,38 Euro und ich habe bezahlt 3,42 Euro. Also. Ja. Günstig. So. Hose. XL. Da habe ich glaube vorher, wo ich die erste auspackt habe, schon gesagt, die müsste eigentlich dreimal kommen. Das ist dann die zweite. Ich denke, muss jetzt nochmal rauskommen. Die hat kostet 4,98 Euro. Aber Schuhe fehlen. Ich muss gerade mal gucken, ob die da ein zweites Paket gemacht haben. Dass da vielleicht Schuhe nochmal ein anderes Paket kommen. So, in dem Paket sind Schuhe mit drin und da kommt dann nochmal ein Paket.
Da sind auch noch mal Schuhe drin. Also haben die wahrscheinlich die Schuhe tatsächlich auf zwei Pakete verteilt, aber ja. So, die dritte Hose. Also die Hose haben wir jetzt dreimal gekauft. Immer noch 4 Euro, was haben die gesagt? 4 Euro. Ah. 4,98 €. Na gut, ich bin ja echt davon ausgegangen, dass es eher Jeanshose ist, aber jetzt kommt dann doch da so ein Ding raus. So, das haben wir, das ist nochmal fürs Auto, so ein Fensterputzer. Haben ja schon mal auspackt und zusammengebaut hier im Video. Das hat kostet 40 Cent. Pack jetzt nicht weiter aus. Ist praktisch, wenn man sowas im Auto hat. So, da müsste jetzt das andere Netzkleid rauskommen, wo ich vorher gewusst habe, ob das eine oder das andere ist. Das ist jetzt auf jeden Fall das andere. Da ist sogar eine Kugel mit drin. Ja. Da gucken wir uns auch das Produktbild nochmal an, weil das Produktbild sagt halt echt mehr. 3,77 € hat es auf jeden Fall gekostet und soll die Farbe Aprikose haben. Also so anzogen, sieht es auf den Bildern jetzt für mich eigentlich nicht wirklich so ansprechend aus wie das andere, aber wenn man so auf dem Tisch liegen sieht, dann gefällt mir das auf dem Tisch eigentlich besser wie das andere. Aber aktuell kostet es 5,37 €. Ich habe dafür zahlt 3,77 €. So, das lasse ich jetzt aber auch draußen von der Tüte. Boah, jetzt muss ich mich ranhalten, dass ich nachher nochmal fertig wird. Boah, das habe ich nicht abgestellt. Okay. Wenn man das Problem hat, dass die Waschmaschine im Raum rumwandert, dann kann man sich die Dinger kaufen, die Waschmaschine dann da reinstellen und dann klebt sich das ein bisschen mehr am Boden fest und ist halt einfach nochmal, ja, hat halt so ein Puffer, so ein Vibrationspuffer mit drin. 4 Stück, 4 Euro, 1,15 €. Wir haben jetzt eigentlich jetzt wirklich Probleme mit der Waschmaschine und meine Frau hat sich jetzt nicht groß beschwert, aber ist kein Fehler, wenn man sowas hat. Na, ich denke, das bestelle ich jetzt einfach mal. Wenn die Waschmaschine dann irgendwann beim Schleitraum aus Hüpfen anfängt, dann stelle ich die da drauf. Ich frage meine Frau, ob sie überhaupt schon ein Problem hat damit. Dann kann man es vielleicht auch gleich draufstellen. Das müsste jetzt ein Bikini-Set sein, was super günstig war. Ja, jetzt muss ich jetzt ein bisschen flotter da rein machen. Schaut, das kann man auch dann hier so zusammenschieben. Ich mein, das ist, habe ich schon mal gekriegt. Das ist die zweite Bestellung. Hä? Oh je. Da haben die bei Timo was falsch gemacht. Die haben mir zwei Hosen geschickt. Wir haben eigentlich ein Bikini-Set bestellt und keine zwei Hosen. Oh ne, die Bestellung. Also, verführerisches Bikini-Set mit zwei Teilen. Das da habe ich bestellt. So, ich habe die Hose davor gekriegt, aber das Bikini-Oberteil haben sie mir geschickt. Die zwei Teile, so dass das nochmal sei. Kostet aktuell 4,09 €. Wo ich es bestellt habe, habe ich es für
3,52 € bestellt. Aber die haben mir zwei Hosen geschickt. Muss ich auf die Seite tun, muss ich auf jeden Fall auch irgendwie reklamieren. Das ist halt der Nachteil, wenn man in China was stellt und man muss dann im Nachgang irgendwas reklamieren, dann ist das nicht so einfach, wie man in Deutschland was stellt. So. Da habe ich. Ja. Da habe ich eigentlich eher gedacht, ich könnte es als Arbeitstasche nehmen zum Festbeneidor, aber dann wahrscheinlich eher ungeeignet sein für mich. Aber es hat auf jeden Fall hier drin so eine Isolierbeschichtung. Also sprich, wenn man was Warmes rein tut, dann bleibt es länger warm. Wenn man was Kaltes rein tut, bleibt es länger kalt. Launchback. Ja, wird für mich jetzt, denke ich mal, eher weniger in Frage kommen. Das gefällt mir jetzt eigentlich so, dass ich sage, das nehme ich mir ins Geschäft und das einmal Kasperlei. Aber ich meine auch, das hat echt nicht viel gekostet. Und ich finde es geil. Das ist nochmal außer andere Bestellung. Oh ne, Temu, was macht ihr? Ihr könnt ja dort so viele Bestellungen zusammenmischen. Da habe ich doch gar keinen Durchblick mehr. Also, ich meine, die war 1,60 € oder irgendwie sowas. Lege ich mal auf die Seite. Mal gucken, wenn da jetzt nochmal was rauskommt, muss ich vielleicht gucken, was gleich auf Bestellung das ist. So, das Nachtkleid, was mir vorher ausgepackt hat, hat er gesagt, das habe ich in Größe L auch noch bestellt. Dann sollte das jetzt eigentlich in Größe L sein. Ja, steht da drauf. Der Preis war 1,98 €, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Gucken wir mal, wo war denn das Nachtkleid dabei? 1,97 €. So, das habe ich bestellt von meiner Frau. Und dann mal darunter. Oh. Oh ja. Aber ich mein, das habe ich auch, was ich auch zweimal bestellt. Ich glaube, das war jetzt schon mal bei ihrer Bestellung dabei. Also das ist jetzt auch ein Bikini-Teil, aber mit dem Bruchteil, da kann man halt maximal die Brustwarze abdecken, aber nicht mehr. Gehen wir auf den Monitor, gucken wir uns das an, wie das nachher aussieht. War 2,04 €. So sieht es dann aus, also es ist wirklich knapper wie knapp. Da ist nicht viel Stoff drin. Jetzt, wenn man es jetzt bestellt, 2,47 €, die haben 2,04 € gezahlt. Also, ja. Ja. Günstig, aber ja. So, was habe ich da bestellt? Oh, Unterhose hat er bestellt. In XS habe ich nicht so viele Klamotten, deswegen habe ich da separat nochmal irgendwie eine schöne Unterhose bestellt. Da hat mir das Glitzer eigentlich dann recht gut gefallen. Ich denke, das probiere ich jetzt mal aus. Oh, was richtig, richtig knapp ist. Aber jetzt habe ich auch die Tasche gefunden von vorher. Die war 95 Cent. Die Vespertasche. So, und die Unterhose. So sieht es nach Anzug aus. In XS 1,79 €. So sollte es dann aussehen.
Finde ich, sieht jetzt schlecht aus. Jetzt kostet 1,75. Ihr habt zahlt 1,79. Kann auch schon eine Preisanpassung kriegt. Also müsste die Differenz herauskriegt haben. So. Der Rest, was noch drin ist, lege jetzt alles mal da auf den Tisch. Kommt jetzt noch viel so. Nein, Krimskrams raus. Aber dann, boah, dann haben wir es ja echt bald geschafft. Boah, das ist jetzt schon über Stunde Video, leckt mich doch am Arsch, Mann. So, auch nochmal USB 3.0. Man kann sogar externe Stromquelle hier anschließen. Aber ich denke jetzt einfach mal von der Qualität her, wird das jetzt so berauschend sein, aber ich kann hier zum Beispiel mehrere LED-Lichter anschließen und habe die Möglichkeit, das hier über den Schalter außen anzuschalten. Deswegen habe ich das bestellt und das war auch echt geil teuer. Wer sucht, der findet. Das war in der einen Bestellung dabei. 3 Euro, 4,95 €. So günstig war das jetzt mal. Aber ja gut, ich kann hier halt jetzt mehrere LED-Lichter oder irgendwas, Lichtquelle anschließen, kann außen Einschalter. Und ich hätte die Möglichkeit hier noch 5 Volt Netzteil anzuschließen. Aber das Netzteil ist halt nicht im Lieferumfang dabei. Von dem her gesehen, ja. Mal ausprobieren, wie ich das nutzen kann. Vielleicht nutze ich es auch hier auf dem Schreibtisch. USB 3.0 soll es ja haben, das heißt, es sollte auch relativ schnell sein. Wenn man da Festplatte anschließt, wo man außen einschalten kann, das sage ich auch schlecht. So, und da habe ich euch erzählt, die haben mir ein Netzteil bestellt, wo aktuell 4 Euro irgendwas kostet und das war zeitlang in der Preisaktion und die haben dann letztendlich zahlt 1,77 € dafür. So, im Moment zweimal USB-C und einmal USB normal. Und da haben wir USB-C mit statt drauf 20 Watt. USB mit 20 Watt, aber das Netzteil hat 40 Watt. Also bin jetzt auch ein bisschen enttäuscht. Ja, und wie man sieht, das ist schon ein bisschen krumm eingebaut. Also qualitativ würde ich sagen, wahrscheinlich nicht unbedingt das beste Netzteil, aber wir haben auf jeden Fall CE-Zeiger drauf. Und wir haben USB mit 3 Ampere, USB-C bis 12 Volt mit 1,67 Ampere. Ja, ich habe noch kein USB-C Netzteil, deswegen habe ich das sage ich bestellt will. So langsam kommt es jetzt halt doch immer noch mehr und mehr. Da habe ich nochmal ein zweites. Ich denke mal, dass das ein zweites ist. Muss ich gucken, ob ich das auf der Bestellung auch noch finde. Also in der Bestellung habe ich es einmal bestellt, da war es dann 2,09 €. Und dann müsste in der anderen Bestellung auch noch mit drin sein. Ja, und in der Bestellung ist auch mit drin, da habe ich es bestellt für 2,79 € und habe natürlich auch die Preisanpassung inzwischen beantragt und die müsste jetzt eigentlich beide kriegt dann nach der Preisanpassung für 1,77 €. Also, ich denke mal, qualitativ wahrscheinlich nicht unbedingt das beste Netzteil, aber für das, was ich jetzt brauche, ist das okay. So, dann haben wir nochmal USB-C Dingsbums bestellt. Auch wo ihr ein- und ausschalten könnt. Aber da ist jetzt keine blaue Stecker, also das ist von vorne weg schon bloß USB 2.0. Und das hat kostet
1,87 € und da habe ich sogar auch schon eine Preisanpassung gekriegt. Also, jetzt nicht unbedingt für Datenübertragung, weil dazu ist das inzwischen zu langsam, aber für gerade LED-Lichter, wo man außen einschalten will mit Schalter. 1,87 € ist auf jeden Fall okay. So, und jetzt kommen wir zum letzten Teil. Dann bin ich durch mit dem Paket und dann wird es aber auch Zeit fürs Bett. Jetzt haben wir 5 vor 12. So, da kommt jetzt nochmal so. Fühlt sich an wie eine Badehose. Auch in XL und ich weiß nicht, das kommt mir echt ein bisschen groß vor. Ich glaube, ich muss Hose tatsächlich in L bestellen, weil ich habe keinen sonstigen Arsch. Die Hose hat kostet 3,70 €. Gehen wir auf den Monitor, gucken wir das an. 3,70 €. So sieht die Hose dann hier aus. Jetzt halt denkt man, sieht sie vielleicht auch noch Anzug, aber ne. Einfach, ja, schlichte Hose. Schnell trockene, bequeme Herren-Shorts. Also, denk mal, die kann man wahrscheinlich auch als Badehose nehmen. Das ist jetzt nicht so extrem dehnbar. Ich bin durch, Gott sei Dank. Aber das war jetzt auch echt eine große Bestellung. Das sind ja zwei Bestellungen zusammengefasst, wer? Wobei von einer Bestellung ist es auf drei Pakete aufteilt worden. Das spricht, da ist noch gar nicht alles dabei. Deswegen kann ich eigentlich den Gesamtpreis gar nicht sagen. Aber eine Bestellung war. Hat er nie vor 146 € bestellt und hat 50 € Rabatt gekriegt. Also auch wieder 30% Rabatt, egal ob man jetzt einen großen und kleinen Gutschein nimmt. Die großen Gutscheine sind halt gut, wenn man sich jetzt einen Artikel kauft, wo mehr kostet, dann kriegt man halt auch da seine 30% Rabatt. Aber letztendlich habe ich für die 146 € Bestellung 95 € gezahlt. Und die andere Bestellung, die haben wir jetzt eigentlich komplett neu. Oh, da haben wir auch komplett, da fehlt nur ein Netzstecker. Netzstecker kommt im Paket 2. Die war 22,49 €. Also die Bestellung selber war 39,79 €, also muss die 45 € gewesen sein, denke ich mal. Dann haben die wahrscheinlich einen Rabatt gekriegt. Und dann haben die auch einen 45 € Gutschein da einlösen können. Und haben dann unterm Strich nach dem ganzen Rabatt und nach Preisanpassung 22,49 € zahlt. Und da kommt auch noch ein Netzkabel. So ein Mehrfachstecker und bei der anderen Bestellung, Alter, da kommt dann ganz hoch. Also teilweise ist ja noch was da, aber das packe ich heute nicht mehr aus. Aber ich werde die Tage auspacken und das Video werdet ihr wahrscheinlich morgen sehen. Aber ich bin jetzt zwar halt durch, das Video gerade ist über eine Stunde. Das ist echt. Das hat sich jetzt echt in die Länge gezogen. Weil halt einfach viel kleinen Krimskrams drin war. Und mein Bikini-Set ist falsch geliefert worden. Das ist kein Set, das ist bloß das sind bloß zwei Hosen, wo ich reklamiere. Und die meinen, nochmal irgendwas war, wo mir jetzt aufgefallen hat. Ah, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall brauche ich noch ein Oberteil, dass das Set komplett ist. Ansonsten, die Preise haben wir ja gesehen. War schon günstig alles. Also. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Wenn ihr Fragen habt, Kommentarfunktion. Wenn ihr nichts verpassen möchtet, abonniere ich kostenlos. Ich sag dann Tschüss.